Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 2, unser nächstes Rennen, nachdem wir in Portugal so gnadenlos versagt haben. Aber bevor wir dann nach Marokko gehen, schauen wir erstmal auf die Tabelle der Meisterschaft. Wir haben einen Vorsprung von 52 Punkten und es sind jetzt noch Marokko, Chile, Kanada, USA, das heißt vier Rennen, das sind 80 Punkte. Wir liegen, wie gesagt, 52 Punkte vorne. Wenn wir dieses Rennen gewinnen, haben wir 218. Und wenn Ruben Mullins ein Zweiter wird, also die Idealkombination, dann hat er 164 plus 16, das sind 126. 162 meine ich natürlich. und das bedeutet, wenn man das mal voneinander abzieht, die Differenzen haben eine Differenz von 56 Punkten. Das heißt, es reicht immer noch nicht. Das heißt, wir können in diesem Rennen noch nicht Weltmeister werden. 56 Punkte, das ist genau drei Rennen, aber dafür könnte man theoretisch in Chile den Titel holen. Wenn natürlich Mullins gute Frage, wenn er jetzt 4 Punkte oder 5 Punkte weniger holt, dass der Vorsprung 61 ist, dann kommt das hin, dann passt das. Sieht man hier irgendwie nochmal die Punkte? Nee, leider nicht. Also wie gesagt, es kommt jetzt im Prinzip darauf an, wie Ruven Mullinsen ins Ziel kommt. Wird er schlechter als, ich sag mal, Fünfter oder sowas, dann passt das. So, hier die Marokko-Strecke ist ein Stadtkurs, 4,5 Kilometer lang, ein bisschen gewöhnungsbedürftige Streckenführung. Jetzt muss ich auch gleich mal hervorholen, hier die Pole-Zeiten von den letzten Rennen, dass ich euch das wieder erzählen kann. Erstmal das Freitags-Quali-Training hier. Wageneinstellung hat man eine richtig tolle gehabt. Die hier? Ja, ich glaube, die war das. Wir haben natürlich wieder den Lokalmatador hier am Start. Den guten Zeitberater vom Taurus-Team. Deshalb sind hier schon in der Qualifikation Haufen Leute am Start, die halt ihn anfeuern wollen. Und für alle, die die Strecke jetzt das erste Mal sehen, hier nochmal die Streckenkarte oben eingeblendet. Und in der Zeit, während wir die Aufwärmrunde machen, erzähle ich euch die Pole-Zeiten. Einmal 2015, eine 1:15.173, natürlich von Driver's Name, wem denn sonst. Und 2016 eine... Ach, hier waren diese blöden Schikanen, ich erinnere mich. 2016 eine 1:19.383, also 4 Sekunden langsamer war da der Kurs, warum auch immer. Auch von Driver's Name. Dann kommen wir zu den Siegern der letzten Rennen. Das war 2015 Samuel Casey, das war der Doppelsieg, wo Driver's Name den zweiten Platz gemacht hat. Und 2016 dann Driver's Name mit seinem ersten Marokko-Sieg. Und wenn man sich so an der Strecke umhört, dann hat man von Gerüchten gehört, dass es eventuell wohl möglicherweise Gespräche gibt für ein zweites Afrika-Rennen, für ein zweites Rennen in Afrika. Marokko ja aktuell das einzige Rennen hier auf dem afrikanischen Kontinent, aber es ist am Boom hier und die Grand Prix 2 Edition in Afrika und daher überlegt sich Bernie Ecclestone eventuell ein zweites Rennen zu machen. Wo genau, ist noch unklar. Hängt natürlich auch so ein bisschen damit ab, was es da bei grandprix2.de für Strecken gibt. Aber wie gesagt, Gespräche, Gerüchte gibt es da, dass es da ein zweites Rennen geben könnte. Da ist natürlich die Frage, was fliegt da raus? Kann eigentlich nur ein Europa-Rennen sein, weil Europa schon ziemlich häufig vertreten ist hier in der Edition. Welches das sein wird, ja, das wird man dann sehen, das wird Bernie Ecclestone, oh, hoffentlich rechtzeitig bekannt geben. Könnte sich um einen eher unpopulären Kurs handeln, wo nicht so viele Fans kommen oder wo die Infrastruktur nicht so gut ist, aber da fällt mir jetzt spontan keiner ein.
Wenn es nach mir ginge, würde Portugal rausfliegen nach dem Fiasko letztes Rennwochenende. Aber ich glaube, den Wunsch, den kriege ich alleine nicht durch. Ich habe ja gesagt, es fliegen nur Strecken raus, auf denen ich mindestens einmal gewonnen habe. Damit da irgendwie auch so ein bisschen der Ansporn da ist, sich ein bisschen Mühe zu geben, wenn man die Strecke hasst. Aber die dann weg haben will. So, was wird das für eine Zeit? 1.23, 1.02. Das ist eigentlich eine schlechte Zeit. Das ist noch langsamer als vergangenes Jahr. Da sind wir angeschlagen. Aber solange die Gegner nicht schneller sind, ist das doch in Ordnung. Also, zweites Afrika-Rennen. Das wäre doch schön. Wenn das kommt, freue ich mich. Wie gesagt, wird ein Europa-Rennen dafür rausfliegen. Vielleicht gibt es dann auch nochmal einen zweiten afrikanischen Fahrer. Die sind ja aktuell auch ein bisschen untervertreten. Und 2 Sekunden haben wir hier eingebüßt. Ich muss natürlich aufpassen, dass die Schikane nicht abkürzt. Das sind die Rennleiter diesmal. Die gucken da ganz genau hin, dass man hier nicht abkürzt. Die Stewards. So, das wird keine schnelle Runde. Die wird eher noch langsam. Man hat im Anecker natürlich. Das kostet Zeit. Ich habe mich da angeschlagen. Hätten die hier das nicht einfach so bauen können, dass man geradeaus durchheizt? Das wäre cooler gewesen. Solche Schikanen nerven immer irgendwie auf solchen Hochgeschwindigkeitsstrecken. Aber irgendwie anscheinend muss das irgendwie sein. Aber hier, das Setup ist gut. Im 6. Gang haben wir noch ein bisschen Puffer. Von der Drehzahl her für Windschattenfahrten. Da... Das ist, glaube ich, so eines der besseren Setups, die ich hier so erstellt habe. Ich meine, auf so einem Hochgeschwindigkeitskurs, da kann man auch nicht viel falsch machen eigentlich. Niedrige Flügel und dann auf Höchstgeschwindigkeit. Oh, 5/10 schneller in dem Abschnitt. Da hebt sich immer fast das Auto raus. Ich hoffe, ihr hört immer dieses Quietschen und dann setzt das Auto mit dem Heck immer so leicht nach links weg. Ich wollte doch nicht in die Box. Alter, jetzt hat er mich automatisch in die Box gefahren. Das wäre jetzt mal eine Hammerrunde gewesen. Das ist natürlich jetzt total ärgerlich. Aber das ist auf jeden Fall die Pole-Zeit und nutzen wir den Moment einfach mal umzuschauen, wer so auf der Strecke ist. Ira Wawowski fährt gerade raus. Louis Bonnet von der schnellsten Runde. Ich suche aber eher jetzt... Wo ist er? Seit Berater. Ist der schon irgendwo unterwegs? Adnan Berger? Wird die langsam die um die Schikanen fahren, da kann man auch irgendwas durchschroten. Der ist sogar im ersten Abschnitt ein bisschen schneller, der ist auch im zweiten Abschnitt schneller. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, dass wir die Polezeit verlieren. Was macht Adnan Berger? Ui! Boah, jetzt dachte ich, der fliegt dort ab. Oh ne, der kommt an die Box. Das wäre eine Hammerzeit gewesen und er fährt an die Box. Das ist ja unglaublich. Das sah echt gerade in der Perspektive so aus, als würde er dort abfliegen und geradeaus weiterfahren. So, Mirabella Brace Girdle. Ist gerade, glaube ich, auf der Outlap, so wie ich das sehe. Wo ist Side Barada? Louis Bonnet kommt wieder rein. Aktuell auf den 11. Platz, aber auch im Sektor 2 schneller. Da frage ich mich... Wollen wir da die Zeit rausfahren? Die sind alle im zweiten Sektor schneller. Gucken wir mal bei Igor Wawowski rein. Der jetzt auf seine gezeitete Runde geht. So, was sagt der erste Abschnitt für Igor Wawowski im Ferrari? Bin ich mal gespannt. Es müsste gleich die Zeitenmessung kommen.
25,206. 3 Zehntel etwas schneller als Driver's Name. Aber aktuell hat er immer noch die Pole-Zeit inne Driver's Name. Weiß nicht, was die anderen Fahrer da machen. Da müssten die ja, wenn die auch teilweise im zweiten Sektor schneller sind, dann müssten die ja theoretisch im dritten Sektor alles wieder verlieren. Da bin ich jetzt mal eigentlich gespannt, was der Rawowski macht. Ja, jetzt kannst du mal die Kameraposition ändern. Das ist ja gerade so ein bisschen... 24,168, zweiter Sektor. Das ist aber alles noch Höchstgeschwindigkeit. Jetzt kommen halt diese zwei Schikanen. Und das scheint eventuell der Punkt zu sein, wo die Zeit verlieren, so langsam wie die ja durchkriechen. Gehen wir mal kurz in die Onboard. Oh, ich fahre hier mit 90 durch. Da kann man doch mit... Wenn man sieht, wie Driver's Name da durchschwartet. Also das ist wahrscheinlich dann der Punkt, wo die... Konkurrenz die Zeit verliert. So, was sagt dann die Endabrechnung nach 3 Sektoren? Die Gesamtrundenzeit für Rawowski, das ist auf jeden Fall nicht die Pole Position. Eine 1,23,616, dritter Platz. Und ihr seht hier in Sektor 3 lassen die Gegner hier die Zeit liegen. Das ist auch bei Mirabella Bracegirdle so. Sobald da die Schikanen sind, das kostet Zeit. So, was wir tanken nochmal auf hier an diesem Training. Haben noch 5 Minuten, da kriegen wir noch 2 Runden hin. Fahren wir auch nochmal kurz raus, würde ich sagen. Nehme ich auf, ja. Das wäre natürlich bitter gewesen, wenn ich jetzt nicht auf Aufnahme gedrückt hätte. Das ist mir, glaube ich, bei irgendwas ist mir das schon mal passiert, glaube ich. Da gab es dann nur noch ein Hörspiel. Bei einer RCT-Folge war das. So, Paxola, da drängelt. Ja, tut mir leid. Ich kann halt nicht schneller. Was haben die denn so oft für eine Geschwindigkeit auf den langen Geraden? Das ist ja mindestens 300, da kommt man dann bei 306, kommt an den Drehzahlbegrenzer Paxota. Also denke ich mal, dass da auch so 310, 311, 312 eventuell auf den Geraden hinkriegt. Also das ist das, was Driver's Name, glaube ich, auch schafft, wenn ich das jetzt so richtig beobachtet habe. 300, ja. Oh, das war abgekürzt, aber in der... In der Outlap, da wird nochmal ein Auge zugedrückt. Und wir können ja mit 120 durchfahren und die Gegner, die fahren ja bloß mit 80 durch. Das ist natürlich dann der Geschwindigkeitsvorteil, den man an so einer Stelle jetzt nicht ignorieren darf. Oh, jetzt kam da einer rausgefahren. Ist das vielleicht... Jetzt war Rufen Melliksen, glaube ich, den wir da gerade gesehen haben, oder? Ja. Kommt jetzt aus die Box. Der aktuell Zweitplatzierte in der Gesamtmeisterschaft tritt jetzt in die Quali ein. Und hier links fahren wir gleich an ihm vorbei. Zack. Jetzt ist er hinter uns. Natürlich psychologisch auch immer wichtig, wenn der hinter einem ist, mit dem man direkt um die Weltmeisterschaft kämpft. Überholversuch, Berührung! Gelbe Flaggen dort vorne auch schon gewesen. Da ist erstmal wichtiger, was hat die gelben Flaggen ausgelöst. Da muss ja irgendwas passiert sein. Andrea Acevedo vielleicht, der vorne ist mit gelben Flaggen. Oh, hier gab es wirklich einen Dreher von Alexandidis. Gucken wir uns gleich nochmal an. Uiuiui, schlägt dort ein. Kommt zu weit raus, schlägt ein, aber auch hier das F4-Material hat das alles abgefangen. Acevedo, oh, die fahren aber alle ziemlich knapp. Und dann jetzt hier hinten die Szene mit Rufen Melliksen.
Das müssen wir uns auch nochmal angucken. In der Quali schon hier die Ärgernisse mit ihm. Guck sich die Rennleitung an, Under Investigation. Natürlich die Sache. Ja, also das war ein vollkommen, also ganz ehrlich, das war... würde ich sagen, ganz klar Melliksons Schuld, der war, hatte gar keine Chance, da vorbeizukommen, so weit wie wir vorne waren. Ich pausiere das gleich mal. So, jetzt zieht er links rüber. Da musste es zum Crash kommen. Er hat einfach blind reingehalten. Zu keinem Zeitpunkt war er überhaupt noch auf gleicher Höhe mit Drivers Name. Und dann kommt hier der Crash. Also in meinen Augen ganz klar Melliksons Schuld. Damit natürlich die Runde hier kaputt. Hey, wo ist meine Perspektive? Achso, ist schon meine Perspektive. Auto ist natürlich ganz geblieben. Und eine zweite Runde wird das wahrscheinlich... na, ob wir noch eine Runde schaffen? Ich glaube es eher nicht. Bei 5 Minuten. Ui, da ist einer. Abgekürzt. Sah gerade so aus, als wäre der dort geradeaus drüber gefahren. Da rufen wir letzten. Oh, hier brennt einer ab. Uiuiuiui, gefährlich. Das ist Acevedo mit Motorschaden, ja, Marokko. Heißes Pflaster. Und wir sind jetzt erstmal am Melksen wieder vorbei. Aber das war natürlich eine gefährliche Szene. Doch, der Acevedo, der fährt aber auch dort gefährlich in der Schikane. Er hätte dort links außen langfahren müssen. Das wird natürlich wahrscheinlich auch einen Anschiss von der Rennleitung geben und wir quetschen uns da jetzt irgendwie durch zwischen dem Havaristen und Melliksen. Aber dort der Standort von Acevedo geht gar nicht. Vollkommen inakzeptabel. Müsste man eigentlich überlegen, ob man da die Quali in dem Moment nicht abbricht, damit man dort das Auto wegkriegt und auch die Ölflecken, Ölspuren beseitigen kann. So, Melliksen jetzt wieder hinter uns. Jetzt ist er auf seiner gezeiteten Runde. Mal fies werden, könnten wir die schön dem behindern, aber das machen wir natürlich nicht. Außerdem gibt es ja eh noch das Samstags-Quali-Training. So, versucht er jetzt wieder zu überholen. Aber eigentlich ist es von Melliksen dumm, dass der so spät rausfährt. Weil das Training ist eigentlich gleich vorbei in wenigen Augenblicken. Weiß jetzt nicht, wie viele Minuten es noch genau sind, aber es kann eigentlich jeden Moment zu Ende sein. So, jetzt will er vorbei, aber hier zu blocken ist legitim. Habe ich ja schon oft gesagt, es gibt ja keine Regelung, wie man darf nur einmal rüberziehen, um ein Überholen zu verhindern. Nein, hier kann man beliebig. Uiuiui. Und da ist die Quali vorüber. Ja, das wäre wahrscheinlich eine gute Zeit gewesen. Schade, dass man das nicht zu Ende fahren darf. Oh ja, das ist eine knappere Quali als gedacht hier, wenn man das sieht. Gerade mal knapp 4 Zehntel schneller als Kahn. Das, wenn man dann mal so den Abstand zu Rawowski sieht. Und auch untereinander, dann ist das eigentlich schon... ja, Paxota, was war da los? Rufen wir Lexen ohne Zeit. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man kann nicht einfach 5 Minuten vor Schluss rausfahren und sich dann wundern, wenn man keine Zeit gefahren hat. Seid mal gerade auf dem 12. Platz. Ist akzeptabel für den lokalen Matadoren, ich mal so schön sage. Und es geht direkt ins Samstags-Quali-Training. So, wir schmeißen jetzt mal neue Reifen drauf. Und wir schmeißen mal ein bisschen mehr Benzin drauf, dass wir nicht wieder hier so reinfliegen. Und von wegen plötzlich fahren wir an die Box. Ui, da sind wir leicht gerutscht hier aus der Box raus. Was ist da los? Auf geht's. Die Kurve, die ist natürlich, die ist richtig blöd hier, finde ich. Wie gesagt, da hätte man einfach geradeaus durchbauen müssen. Schöne Architektur, schöner Stadtkurs. Geht ja durch die Innenstadt von Marrakesch, der Hauptstadt von Marokko. Marokko liegt ja in Nordwestafrika. Gegenüber von
Spanien und Gibraltar. Vielleicht auch ein bisschen gegenüber von Portugal. Uiuiui. Das darf im Rennen nicht passieren, das wäre sonst unfair. Also 1:23 irgendwas war unsere, war die Zeit im Freitagstraining. Vielleicht können wir die noch mal ein bisschen toppen. Eine hohe 22er Zeit, denke ich, sollte schaffbar sein. Wenn hier keine Fehler passieren. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen eher bremsen können. Aber lieber ein bisschen eher gebremst als in der Mauer gelandet. So sehe ich das ganz einfach. Wir haben auch ein paar schöne Palmen. Den Fahrern, denen gefällt das hier, weil es hier halt schön warm ist. Und da kann man dann nach dem Rennen und nach den Trainings... Uiuiui, dann können wir gerade mal abfangen. Da kann man nach den Rennen und nach den Trainings immer noch schön am Pool sitzen. Radio Hörlustern meint im Interview mir gegenüber, es wäre ihnen fast schon ein bisschen zu warm oder zu heiß, aber klar, wenn man aus Island kommt, da hat man bei solchen hitzigen Temperaturen eher ein größeres Problem als jemand, der sowieso schon aus Brasilien kommt, wo es schon warm ist. So, hier nochmal der Fastabflug. Was ist da passiert? Wahrscheinlich zu weit über die Körbs gefahren. Ach, sieht in der Perspektive nicht. Naja, egal. Wird schon so gewesen sein, mit zu weit über den Körbs gefahren. Und natürlich ausverkauft, weil Said Barada hier zieht die Massen an. Auch im Quali, in der Quali fiel los links, die Tribüne war brechend voll und auch der marokkanische König sitzt auf der... Ui! Boah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Jetzt habe ich gerade auf die Tastatur geguckt. Die Runde lassen wir natürlich nicht zählen. Ich mache extra langsam. Nicht, dass wir durch sowas hier irgendwie eine schnelle Runde fahren. Das soll, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. So, jetzt ist es auf jeden Fall keine. Nächste Runde wahrscheinlich auch nicht, weil wir ja jetzt diesen Speed nicht mit haben auf der langen Geraden. Auch der marokkanische König, wie gesagt, sitzt auf der Haupttribüne und guckt sich das Spektakel an. Kann sich das ja nicht entgehen lassen. Ist natürlich für ihn auch ein Publicity-Termin, wo er von den Leuten gesehen wird. Und das steigert wahrscheinlich eher seine Beliebtheit. Ich bin fast weggedreht. Wer ist der marokkanische König? Hussein, der... Was ist das? Vierte? Der vierte, glaube ich. So genau weiß ich es nicht. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Das war keine Abkürzung, das zählte noch, auch wenn es grenzwertig war. Aber der Versuch, die Schikane richtig zu nehmen, war zu erkennen und das geht dann in Ordnung. Übrigens, auch bei den Stewards, die in diesem Rennen dabei, als Gast niemand geringerer als Pierluigi Collina. Jetzt, da ist die Zeit, die niedrige. Gut, so hoch ist die gar nicht. Das ist eigentlich fast schon die niedrige 22er Zeit. Das ist die Frage, ob man auch eine 21er schaffen könnte. Aber ich glaube, mit der Zeit kann man zufrieden sein beim LPR-Team. Ja, Pierluigi Collina als Gast-Steward oder Gast-Marshall-Rennleitungsteilnehmer wurde angefragt. Hat direkt zugesagt, der Kult-Schiedsrichter aus Italien, jeder kennt ihn sicherlich, heute hier zu Gast beim Marokko Grand Prix. Jetzt wollte ich fast wieder Monaco Grand Prix sagen. Wenn ich irgendwie mal aus Versehen Marokko, Quatsch, Monaco sage, dann ist hier Marokko gemeint natürlich. Ui. Was ist denn jetzt los hier? Hammerzeit. Könnte das nochmal werden? 8 Zehntel waren wir dort gerade schneller, wenn ich es richtig gesehen habe. Komm, das wird jetzt eine Mörderzeit. 1:21, 3, 4, 5. Nochmal eine Sekunde schneller. Ist das Auto jetzt in Form? Sind die Reifen jetzt warm gefahren? Können wir nochmal einmal nachlegen? Da
guckt natürlich die Konkurrenz. Da ist der Abstand zu dem Zweitplatzierten gleich ein bisschen größer. Nochmal 5 Zehntel schneller. Jetzt geht das wieder auf diese komischen Schikanen. Unter der Werbebande ungefähr bremsen und dann hart rüber bügeln. Die Curbs extrem stark mitnehmen. Geht natürlich auch so ein bisschen auf die Reifen, auf die Aufhängung. Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr kaputt macht. Wie es immer so aussieht, wenn dort um die Schikane fahren, die Autos. Also total verrückt. Ihr habt das vielleicht gerade in der Onboard gesehen. Aber was ist das für eine Zeit? Müsste auf jeden Fall schneller wieder sein. 1:19.659. Damit sind wir wieder im Zeitbereich von 2016 und 2016er Rennen. Wow, unter 1:20, da geht ein Raunen durch die Boxen und ein Raunen auf den Tribünen natürlich zu hören, auf dieser Hammerzeit, die wir hingelegt haben. Jetzt nochmal schneller. Da überlege ich mir das auch gleich nochmal mit in der Box fahren, in die Box fahren. Uiuiui. Ui, ui. Oh, angeeckt, aber da müssen wir gucken, was dann die dritte Sektorzeit sagt. ...33,9... ...minus steht dabei. Da geht doch noch was. Da geht doch noch was. Kriege ich hier eine Verbesserung der Polezeit. Jetzt hier raus beschleunigen, noch nur Gas geben. Los, 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 los. Über die Ziellinie. Und das ist eine 1:19.147. Noch schneller. Jetzt müssen wir wirklich in die Box. Da ist Acevedo. Sorry für die Behinderung. Motor haben sie wahrscheinlich wieder repariert, so wie das aussieht. 1:19.147. Das ist schneller als die Polezeit von 2016. Das müsste eigentlich reichen. Jetzt mal wieder ein bisschen langsamer. Uiuiuiuiuiuiui, da muss man ja wirklich aufpassen dort in der Kurve. Gelbe Flaggen hier vorne. Dreher von Paxota. Das könnte eine Strafe noch für Driver's Name geben. Der hat er dort überhaupt nicht abgebremst. Hier kommt's nochmal. Einfach mit Speed durchgebügelt. Und dort hinten, das hat Acevedo auch angeeckt. Paxota steht natürlich ziemlich dämlich da. Kann jetzt zurückfahren. Ich glaube, da ist gelbe Flaggen ist eine gute Wahl. Muss natürlich auch beachten. Uiuiui, jetzt habe ich auch noch später gebremst an der Stelle. Das glaubt man ja nicht. Aber wir müssen jetzt an die Box. Oh, da kann man ja fast durchbügeln. Das ist, ist das abgekürzt? Warte mal, kann man da vielleicht... So, das ist die gleich... Nee, das ist jetzt schon die zweite. Hier bremsen. Nee, das ist eigentlich in Ordnung. Das ist innerhalb der Track Limits, würde ich sagen, gewesen. Und das... das ist schon wirklich abgekürzt. Muss man sagen, schon mit dem kompletten Auto fast links an den Curbs vorbei. Das geht nicht. Wir fahren an die Box und dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen hier beobachten können, dass die Quali nicht gleich zu Ende ist. Es ist eine Fliege, hau ab, Fliege. Ich schmeiß also neue Reifen drauf. So, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Da können wir doch, weil wir sehen, Saatparade aktuell auf der 3. Ist ja gerade auf der Strecke. Nö, schade. Ich dachte, wir könnten für ihn mal ein paar Live-Bilder zeigen. Für die daheimgebliebenen Zuschauerinnen und Zuschauer, die in Marokko sicher alle zahlreich eingeschaltet haben, um ihren Helden zu unterstützen. Aber keine Live-Bilder. Vielleicht macht hier hinten nochmal jemand einen Crash.
Oh, es war wirklich immer knapp wie die Dot. Hey, warum ist denn da jetzt Acevedo im ersten Sektor schneller? Muss ich da doch nochmal rausfahren und dann nochmal was hinlegen? Geht ja gar nicht. Sind ja alle schneller. Da sind wir dann im dritten Sektor schneller. Da sehen wir dort 5 Sekunden. Das ist dann wahrscheinlich die Stelle, wo wir den Vorsprung immer rausfahren. Igor Wawowski, Alexandidis, Nadowski, Bracegirdle. Ja, okay. Barada, der, weiß nicht, hat er keine Lust jetzt hier? Dann würde ich sagen, gehen wir in die Box und hauen den Zeitraffer rein. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier ausgeht. Ja, wie so oft, Drivers nehmen auf der Pole Position, ich nehme kurz einen Schluck. Erfrischend war das jetzt. So, gucken wir mal, wer sich nicht qualifiziert hat, welche Helden bestimmt. Jim Nadowski und Anna Farinaris vom Phoenix, nee, wie habe ich es genannt, Fiesenteam. Ja, Lukas Alexandidis. Nee, Quatsch. Lukas Alexandidis, das ist das Linksteam, das Tschechische. Und Antonio Martinoja, das ist vom Taunus-Team aus Spanien. Und Anna Farinaris auf dem 26. Platz und Jim Nadowski auf dem 22. Platz. Naja. Aber interessant ist auch der Startplatz von Uwe Mellixen. Ganz hinten, da hat er sich auf jeden Fall im Prinzip den Titel schon vertan. Hier, jetzt muss ich mal zählen. 14, 15, 16. Habe ich mich ja irgendwie mal vertan bei der Speicherung hier von dem Rennen? Weil 14, das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Das ist doch das 13. Rennen, theoretisch. Na gut, egal, wir wissen ja, was gemeint ist und damit geht's ins Rennen. Viel Spaß. So, die Startaufstellung, wie schon gesagt, Driver's Name, gefolgt von Cortero, zweite Reihe Kahn, Rawowski, dann Acevedo, Schulz, Bracegirdle, Sota, Barada auf einem guten 9. Platz. Sollten Punkte drin sein. Auch für James Collins sollten Punkte drin sein. Dann haben wir noch Keiji und unser Teamkollege Casey, Ashford, Jerkoff, Hörlfsson, Startreihe 8 mit Soota, dann Brandstein, Bonnet, Kavanagh, Zamrotti, Berger, Nadowski, Mellixen, Hamaki, Revolak, Farinaris. Und damit geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Marokko. Das ist die Startaufstellung. So sieht's aus. Visitmorocco.com. Weiß ich nicht, ob die Seite empfehlenswert ist, ob man da drauf gehen kann oder ob man sich irgendwelche Viren holt. Ich denke mal, das ist eine offizielle Touristenseite. Da wird es wahrscheinlich nichts mit Viren geben. Ja, wenn, wäre das blöd. Und da ist der Start. Oh, wir kommen diesmal gut weg. Cortero kann ein bisschen mithalten, aber diesmal keine Überholversuche. Uiuiui, zu spät gebremst, aber das war notwendig, um mögliche Überholversuche von Gegnern abzuwehren. Und 5 Runden sind es übrigens, also ein eher kurzes Rennen. Hier kommt nochmal die Startphase im Replay. Ja, wir haben natürlich wieder extrem durchdrehende Reifen. Da nebeln wir die Gegner ein bisschen ein. Aber alle gut weggekommen, so wie ich das sehe. Genau. Ja. Geht. Ja, es wäre mal schön, wenn Cortero den zweiten Platz behalten könnte oder den dritten. Das wäre dann nämlich mal wieder ein Podium für das Enceladus-Team, für das kanadische. Ja.
Ich blende oben immer mal so ein bisschen ein, dass ihr die aktuellen Positionen seht. Oh, 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 da war gerade irgendwas mit Najdowski und Karanach. Überholmanöver vielleicht. Ach, hier hinten das übliche Chaos wieder. Ja, in den Schikanen das übliche Hin und Her, was es da halt gibt. Aber sonst alle gut durchgekommen, das ist das Wichtigste. Keine Crashs vor allem. Berger jetzt ganz hinten, das ist natürlich traurig für ihn. Uiuiui, ja, er hat immer die quietschenden Reifen. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dann abzufliegen. Aber eigentlich bei dem bequemen Vorsprung muss man, glaube ich, die Schikanen auch nicht ganz so brutal fahren. Neue schnellste Runde 1:23.382, natürlich von Driver's Name. Jetzt schon 7 Sekunden nach der ersten Runde auf Kahn. Wo ist jetzt Uday Kahn? Cortero überholt, ist jetzt Zweiter, Cortero Dritter. Wie gesagt, ich hoffe auf ein Podium für Cortero. Für den Mexikaner. Oh, Ashford schon an der Box. Oh, da gab es einen kleinen Clipping-Bug. Ich habe eigentlich jetzt damit gerechnet, dass wir da brutalst crashen oder dass ich vorher den Frontspoiler abgefahren. Aber bei was? Das ist, glaube ich, nicht mehr rauszufinden. Gab es wahrscheinlich doch irgendwie einen Unfall in der Startphase. Ich fahre mal nicht so brutal drüber jetzt hier. Ui, da hebt das Auto mal so ein bisschen nach links aus. So wie das jetzt ist, ist es in Ordnung. Wir können ein ganz entspanntes Rennen fahren. Und wenn die Gegner wieder rankommen, dann wird halt aufs Gaspedal getreten. Getreten mit hartem T. Auf der neuen Casey 10. Da war der 11. Würde gerade noch so 2 Punkte kriegen hier in der Heimat. Nafarinaris an der Box. Mit Elektronikproblemen. Tja, wen trifft es natürlich wieder? Das fiese Team. Also, wenn die nur aus der Scheiße rauskommen würden, das wäre richtig cool. Hatten ja jetzt die letzten Rennen dann doch einigermaßen sich verbessert. Haben sich sogar mal öfters jetzt wieder qualifiziert. Ins Ziel gekommen, zwar keine Punkte, aber trotzdem, ich sag mal, in den Top 15 bis Top 20 ins Ziel gekommen. Darauf kommt es ja an, dass man das Auto ins Ziel bringt. Und jetzt wieder so Elektronikprobleme. Aber ich glaube, sie kann an die Box und das bitte kann dann repariert werden. Das ist einfach so ein Einheitsmodul, was man dann einfach schnell tauscht. Ja, wir sind auf der 14. Ja, es bleibt jetzt so konstant bei 6 Sekunden der Vorsprung zu Uday Kahn. Das ist in Ordnung, da muss man nicht so viel Gas geben, da macht man sich nicht tot. Ganz
ganz entspannt. Da kann man auch ein bisschen früher bremsen, muss man nicht Gefahr laufen, irgendwo dran zu schlagen. Rawowski an der Box, was ist denn hier los in Marokko? Bremsprobleme bei Louis Bonnet. Und was hat Rawowski? Elektronikprobleme. Das zweite Mal Elektronikprobleme gibt es hier eventuell mit der Technik Hitze. Überhitzt vielleicht. Bremsprobleme bei Bonnet, muss da aufpassen, dass er dort nicht keinen wegcrasht. Das ist ja Wahnsinn. Halt! Oh. Oh, jetzt ist mir gerade was Dummes passiert. Ich bin auf die Windows-Taste gekommen beim... Als ich wieder auf Beschleunigen... Oh, scheiße. Ich bin auf die Windows-Taste gekommen, dabei hat es den Fokus aus der DOS-Box geholt. Da musste ich ganz schnell reinklicken, da war der Crash jetzt nicht mehr zu verhindern. Oh, das war es natürlich, das hätte nicht sein müssen. Jetzt der Moment, wo wir dann doch wieder ein bisschen Gas geben müssen im Kahn. Ein bisschen zurückzuhalten. Und jetzt kommt auch gleich schon die letzte Runde. Casey auf der 9 hat noch einen Platz gut gemacht, Parada auf der 10. Ne, Casey war glaube ich schon immer 9 da. Hölle ist noch auf der 12, jetzt heißt er würde Punkte kriegen. Wenn er das ins Ziel fährt, das wäre fabelhaft. Ja, das würde ich richtig feiern. Melliksen auf der 13 hat dann, glaube ich, seinen Titelkampf verloren. Bonnet jetzt letzter mit der 1.12. Theoretisch könnte man den noch überrunden. Jerkov an der Box jetzt. Hat man den nicht vorhin gehabt mit... Was war das? Elektronikproblem? Ich guck nochmal nach. Alexander Jerkov mit Bremsproblem. Wahnsinn, was hier alles passiert. Bremsprobleme und Elektronikprobleme. Ja, das ist ganz klar die Hitze. Da muss die Bremse, das muss die natürlich auch aushalten. Das ist eh schon extrem heiß hier. Und dann... Und dann die Bremse. Das ist immer so ein Thema. Aber wir, Driver's Name, fährt jetzt erstmal, sofern ich mich nicht verrechnet habe, den dritten Weltmeistertitel ein, verteidigt mal wieder. Und hier kommt's, hier passiert der Moment. Driver's Name gewinnt nicht nur das Marokko-Rennen, nein, er wird auch Weltmeister 2018. Das dritte Mal in Folge nach 2015 und 2016. 2017 gab es ja keine Saison. Sensationell. Ulay Kahn Zweiter, auch eine exzellente Leistung. Und Cortero auf dem dritten Platz, der Mexikaner. Natürlich damit wieder mal ein Podium für das kanadische Enceladus-Team. Hatten die überhaupt schon mal eins? Weiß ich nicht. Freut mich total, mal wieder Kanada auf dem Podium zu sehen. Aber wichtiger ist natürlich die Weltmeisterschaft von Driver's Name, die er hier jetzt schon vier Rennen vor Schluss verteidigt hat. Gut gemacht, Ulay Kahn. Respekt. Glückwunsch auch an Cortero. Auch Park Sota, der Südkoreaner, vierter Platz. Exzellent. Hier haben wirklich einige... Na gut, von Ausfällen profitiert nicht wirklich. Gab ja keine Ausfälle. Gab ja nur ein paar Defekte. Wo rufen Melliksen sogar minus 1? Ist dann anscheinend noch ausgeschieden wegen irgendwas. Tja, Fiasko. Also hier das Endergebnis. Driver's Name gewinnt. 7 Minuten das Rennen bloß. Hehe. Gut, 5 Runden. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie mit diesen ganzen Defekten, dass es an der Rundeneinstellung liegt.
dass das so ein bisschen verschoben ist. Eigentlich, wenn das Spiel realistisch wäre, hätte es nicht so viele Defekte gegeben. Gut, ihr kennt das ja, ihr wisst ja, dass wir eigentlich immer mal so ein, zwei Ausfälle haben. Aber dass da gleich hier 4, 5, 6 Autos Probleme haben. Na gut, also Quartero dann auf der 3, dann Sota Collins, oh, auch das Papptour-Team, mal wieder gut in den Punkten platziert gewesen. Lynx, Skoda ebenso, GNR, auch das zweite GNR-Fahrzeug, Punkte gekriegt. Auf der 9 Casey, dann Parada mit dem 10. Platz, ist er zufrieden, gibt Punkte. KG und dann Wikinger, mal wieder endlich einen Punkt für das Wikinger-Team. Ja, und die restlichen Platzierungen sind Sota, Kavanagh, Hamaki, Zamrotti, Najdowski, Rebulak, Najdowski auf dem 17. Platz, Brandstein, Berger, Rawowski, Farinaris, Djurkov, Bunny und ganz hinten Melliksen. Fahrer beste Runden. 1.23, 3.82, weit entfernt von der Pole-Zeit, aber im Rennen geht es ja auch um was anderes, ums Ankommen und nicht ums schnelle Rundenfahren. Ja, Fahrerpunkte. Hier sehen wir sie nochmal. 14 Punkte für Quartero. Das lohnt sich. Da klingelt es dann in der Kasse am Ende nach der Konstrukteurspunkteausschüttung. 24 Punkte insgesamt für das LPR-Team, für das GNR-Team. 18 Punkte für das Grand Prix 2-Team. 16 Punkte, echt? Stimmt. Ja, genau. Und damit heißt es in der Meisterschaft, wie schon gesagt, das ist ein Vorsprung von 72 Punkten. Das kann bei 3 Rennen nicht mehr eingeholt werden. Und damit ist Driver's Name Formel 1 Grand Prix 2 Edition Meister der Saison 2018. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, rufen wir jetzt Nullnummer. Quartero hat ja doch was gut gemacht. Hat er einen Platz gut gemacht? Der hat 14 Punkte gekriegt und Casey war 9. Jetzt weiß ich nicht, wie die Gesamtpunktzahl ist. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Quartero jetzt Casey eventuell überholt hat oder ob der schon immer 4. war. Also, na gut. Kahn, Schulz, Kahn, Rawowski, Brailsford, Birdle, Sota. Hat sich für Sota hat sich das auch gelohnt. Hier haben wir ordentlich in die Punkte gefahren. Acevedo, Parada, KG, Kavanagh, Collins. Djurkov, Najdowski, Zamrotti, Farinaris, Hörlefsson, Rebulak, Bunny und Berger. Hörlefsson hatte schon 3 Punkte. Magnus Rebulak 2, das heißt 5 Punkte wird das Team. Und es gibt noch 5 Fahrer, die bisher keine Punkte gefahren haben. Letzte Saison hatten ja alle Fahrerpunkte. Diesmal scheint es nicht so sich auszugehen. Konstrukteursmeisterschaft seht ihr hier, die ist auch schon entschieden. Das Wikinger Peugeot-Team hängt ein bisschen hinterher mit 5 Punkten, aber hier haben alle Teams jetzt Punkte. Racing Kebab, das Enceladus-Team. Ja, da geht vereinzelt noch was, da wird sich sicherlich noch der eine oder andere Platz tauschen. Gerade bei Racing Kebab und das GNR-Team, da geht es um die Vizemeisterschaft. Und auch hier links uns Ferrari, da geht es auch noch um was. Enceladus, die müssen aufpassen, dass die jetzt nicht noch von hier links Ferrari und Grand Prix 2 gestuckt werden. Aber nach oben gucken ist dann vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, da ist der Vorsprung schon fast 30 Punkte. Muss man gucken, wie es ausgeht. Wie gesagt, nach oben ist unrealistisch, man darf sich aber auch nicht unten von den Unteren fangen lassen. Ja, ich glaube, für Fiesen, Zozo und Wikinger ist die Saison gelaufen, die können da nichts mehr groß machen. Ja, wenn man so will, ist im Prinzip Snow 4 Team Best of the Rest oder sowas. Na gut, das ist eigentlich Best of the Rest, würde ich eher sagen, ist das Ford Team. Weil hier oben geht es ja noch um ein bisschen was. Und hier unten da, da ist es eigentlich egal. Ja, die Saisonergebnisse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 10. Sieg für Driver's Name. Wahnsinn. Tja, auch hier, aber trotzdem das Fiesenteam trotzdem jetzt konstant in den Punkten gewesen.
Quatsch, ins Ziel gekommen bin, auch nicht in den Punkteringen, aber trotzdem schön zu sehen, dass es dann doch der Trend ganz leicht aufwärts geht. Tja, Höllefsson hatte hier schon mal 2 Punkte und jetzt nach dem Rennen in Australien, das ist lange, 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 lange her, das war im März oder April oder so, jetzt im September, Mitte September, endlich wieder mal einen Punkt eingefahren. Wie war das jetzt bei Au und Revolac, hat seine ersten Punkte letztes Rennen in Portugal eingefahren. Ja, hier ist noch das Team ohne Punkte. Nee, halt, Moment. Hier sehen wir auch die Fahrer, die noch keine Punkte hatten. Alexandidis, Brandstein, Hamaki, Ashford, Martin Norra. Hier ist Ashford knapp gescheitert. Martin Norra, ja, hier 15. in Portugal, da wären fast Punkte drin gewesen. Hamaki, ja, hier war in Marokko 15., aber ansonsten eher ganz hinten gefinisht. Und hier 14. Platz beim Auftaktrennen. Und Alexandidis, der ist eher entfernter von den Punkträngen, aber ihr seht, manche von den Nullpunktern, die haben wirklich schon Chancen gehabt, Punkte einzufahren, aber da waren immer noch 2, 3 andere Leute besser. Hier diese Ansicht mit Punkten, das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Ach so, nee, Quatsch, der zeigt die Punkteränge an, für die es Punkte gab. Aber irgendwie realisiert der nicht, dass es ja für mehr Plätze Punkte gibt. Und daher links bei links. So. Der Spaß wird jetzt gespeichert. So, jetzt geht ja die Party los in Marokko, die Weltmeisterschaftsparty vom LPR-Team. Für Drivers Name der 3. Titel. Kann man auch mal 3-mal abspeichern. Viele Grüße an den Beister an der Stelle. Und dann sehen wir uns wieder Ende September zum großen Preis von Chile. Las Vizcarras oder Las Vizcachas, oder wie auch immer man das ausspricht, diese schöne Strecke. Da habe ich auch eine positive Erinnerung und ich sage da bloß mit dem Reifenschaden einfach mal das Rennen zu Ende gefahren und noch in die Punkte oder sowas. Es wird sicher auch wieder ein interessantes Rennen, ist eher schon gewissermaßen ein Highspeed-Kurs, sage ich mal, auch wenn es ein paar langsame Strecken gibt. Aber man kann trotzdem schön fahren, weil das einigermaßen schnelle Kurven sind und nicht solche Kackschikanen, wie man das auf modernen Strecken findet. Und da sehen wir uns, wie gesagt, Ende September in Chile zum drittletzten Saisonrennen. Das war's hier aus Marokko. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, kommentieren, kostenlos abonnieren und vor allem auch die Glocke drücken, um nichts auf diesem wunderschönen Kanal zu verpassen. Bis dahin, macht's gut, bleibt friedlich, auf Wiedersehen, bye bye.